Ah, klasse. Und zwar das, was wir hier oben jetzt finden. Diese Raketen brauchen wir, um Barrikaden zu zerstören. Denn sonst kommen wir hier nicht weiter. Denn der Foot Clan fand es ganz cool, auf der Wall Street die ganzen Börsengebäude mit Barrikaden zu verbarrikadieren. Warum auch immer. Kann ich nicht sagen. So, und da komme ich irgendwie auch nicht hoch. Ja, schade drum. Oh, und wir kriegen mal endlich eine Zweitwaffe. Da habe ich auch noch gar nichts zu gesagt, weil wir noch gar keine hatten. Gehen wir mal Leo, damit er ein bisschen nützlicher im Kampf ist. Ja, es gibt Zweitwaffen in diesem Spiel. Und von der Waffe, die ich gerade gesprochen habe, die stärkste Waffe im Spiel, diese sogenannte Schriftrolle. So, da füllen wir erstmal Mikeys Energie mit auf. Das halte ich für am sinnvollsten. Ja, diese Schriftrolle, die können wir in diesem Abschnitt das erste Mal kriegen. Die macht dann, wenn wir bei Zahlen bleiben wollen, ich glaube dann 4 Schadenspunkte. Ist nochmal ein Stück stärker als Donatello. Es kann auch sein, dass es 5 sind. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall noch ein Stück, eine Ecke stärker als Donatellos Standardwaffe. Ja. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. So, ansonsten können wir aus diesem Gebäude jetzt wieder rausgehen. Wir könnten jetzt hier auch natürlich den Trick hier mit den Pizzas machen, dass die jedes Mal wieder respawnen. Ist aber ein ziemlich großer Umweg und es gibt in diesem Level noch eine andere Stelle, wo wir das viel, viel besser nutzen können. Nämlich so ziemlich kurz vorm Ende des Levels. Und jetzt werden wir gerade hier mit Subweapons zubombardiert. Ja, muss ich glaube ich auch nicht viel für sagen. Den Dreifach-Ninja-Stern und den einzelnen kann man so ein bisschen vergleichen so mit Castlevania. Oh, und der ist diesmal nicht in uns reingefahren. Er hat es versucht, aber hat es nicht geschafft. Und ja, das sind diese schönen Barrikaden. So, an den beiden Gebäuden können wir vorbeifahren. Können uns jetzt direkt aufmachen zum Ziel. Diese schönen Dampfalzen hier können wir ja natürlich jetzt auch zerstören. Und die Fußsoldaten, die können wir sogar einfach überfahren. Macht auch mal eine Menge Spaß. So. Ich muss nur mal schauen, dass ich gleich den richtigen Weg hier kriege. Ich glaube, hier unten lang war der richtige, wenn ich mich nicht komplett irre. 6 Raketen haben wir noch. Da brauchen wir nicht lang. Gleich eine zweifache Barrikade errichtet. Ah, okay, alles klar. Ach, ja, egal. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt ein bisschen Energie einbüßen. Klar sollten wir hier keinen Turtle verlieren, aber wir haben gleich eine gute Chance, unseren gesamten Energievorrat wieder aufzufüllen. So, ja, wie die meisten wahrscheinlich auch wissen, dass die Turtle-Spiele damals alle von Konami gemacht wurden, beziehungsweise bei uns erschienen sie unter dem Namen Palcom, denn das war so eine Art ja, Briefkastenfirma, nenne ich es jetzt mal, mit der Konami um diese strengen Restriktionen von Nintendo herumkommen wollte und das auch getan hat. Denn Dritthersteller durften damals im Westen nur maximal 5 Spiele pro Jahr auf den Markt bringen. Und da hat Konami 2 ja, sogenannte, wie ich es gerade gesagt habe, Briefkastenfirmen entworfen. Das war einmal Palcom für den europäischen Markt und einmal Ultra Games für den amerikanischen. Wird dem einen oder anderen sicherlich mal werden Spiele mit dem Logo auf dem Spiel oder der Verpackung selber über den Weg gelaufen sein. Aber im Endeffekt waren die alle von Konami. Ja. Aber okay, so. Das hier ist auch ein ziemlich berüchtigter Abschnitt. Oh, und den Boomerang, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Der wird nützlich sein für den Bosskampf, wenn ich es nicht verkacke. Oh Gott, das war schon mal kurz davor. Den lassen wir einfach mal schön absaufen. Sollte jetzt eigentlich nicht mehr allzu viel schief gehen. So, da ist die Leiter und der Ausgang. So, sorgen wir eben noch hier für klare Verhältnisse. Brauchen auch gar nichts an Energie nachtanken, denn wir haben alles komplett voll. Wir könnten jetzt hier jedes Mal hier in den Gullideckel wieder reingehen. Und diese Pizza da würde respawnen. Wenn unsere Energie jetzt schlecht stehen würde, dann könnten wir das natürlich ausnutzen, um unseren gesamten Energievorrat wieder aufs Maximale zu bringen. Ist jetzt gerade nicht notwendig.
Deswegen machen wir es natürlich auch nicht, aber für alle die, die das Spiel spielen und zu dieser Stelle hinkommen und der Energievorrat nicht mehr ganz so gut aussieht, nutzt das an der Stelle bis zum geht nicht mehr aus, um eure Energie wieder aufzutanken. Hilft ungemein weiter. Besonders für den Bossgegner hier, der ungelogen, wie ich finde, wahrscheinlich neben dem Technodrom, oder ja, nicht wahrscheinlich, jetzt neben dem Technodrom der härteste Bossgegner im Spiel. Alle anderen sind ein ziemlicher Witz. Ja, sogar der finale Boss Shredder ist ein ziemlicher Witz. So, weil das hier sind sogar zwei Bossgegner, die wir hier besiegen müssen. Der sogenannte Mecha-Turtle nennt er sich. Und der ist so ein bisschen unberechenbar, wie ihr wahrscheinlich gleich sehen werdet. So. Bumerangs sind so eine ganz gute Waffe gegen den. Ja, okay, das lief schon mal gut. Jetzt noch die zweite Form. Das sieht auch ganz gut aus. Jawohl! Sehr schön! Haben nicht viel Energie eingebüßt. Kann man sehr zufrieden mit sein. So, und irgendwer entkommt da per Helikopter und wir haben Splinter befreit und Splinter sagt uns, wir sollen den Zeppelin holen, um den Helikopter zu verfolgen, und damit sind wir in Level Nummer 4. Am John F. Kennedy Airport sind wir jetzt. Dann da, denn da ist aus irgendeinem Grund der Zeppelin versteckt, warum auch immer. Ja, als kleiner Junge dachte ich immer, diese Roboter, die wir da gerade gesehen haben, mit den Lasern dort, das wäre Krang. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte es irgendwie bis zu dem Zeitpunkt, wo mir dann auf einmal mehrere von denen über den Weg gelaufen sind, hier diese hier. Und diese Typen, die da rumlaufen, die auch Boomerang schmeißen, da dachte ich immer, das wäre der Rattenkönig. Ich habe es mir eigentlich eher mal nur so vorgestellt, weil dieses Spiel irgendwie ziemlich wenige Charaktere aus der Zeichentrickserie verwendet hat. So, und die haben ein Seil, das brauchen wir auch gleich. Diese dämlichen Moskitos da, die brauchen wir überhaupt nicht. Aber was soll's. Ja, dieses Flughafenlevel, das kann auch sehr, sehr schnell einen sehr, sehr guten Lauf dieses Spiels zerstören. Aber dazu später noch etwas mehr. Ja, hier brauchen wir das Seil. Das ist hier zwingend notwendig, weil über diese Abgründe können wir nicht rüberspringen, und wenn wir da unten drin landen, dann werden wir zum Anfang des Levels zurückgesetzt und verlieren ein wenig Energie. Wir sterben komischerweise nicht, was ich aber auch ganz gut finde. Aber naja, wie gesagt, hier kann man nicht rüberspringen. Da braucht man diese drei Seile, und das haben wir jetzt getan und haben uns dafür eine halbe Pizza verdient. Geben wir mal Donny. Für alle anderen sah es ja noch relativ gut aus. Hätten wir auch Raphael geben können, aber Donny ist halt wichtiger. Den dürfen wir eigentlich so unter keinen Umständen verlieren. Ach du Scheiße. So, ja, okay, genau. Hatte ich auch noch nicht erwähnt hier in dieser Stage, die ganzen Gebäude und so, die sind nummeriert, und wir müssen Nummer 18 müssen wir finden. Das ist das Ziel hier. So, da sind wir jetzt bei Nummer 2. Also das heißt nicht, dass wir 18 solche Level durchstreifen müssen. Wenn man es falsch macht, dann muss man es unter Umständen, denn man kann hier später relativ einfach welche überspringen. Das werden wir auch machen. Werden eine möglichst einfache Route nehmen. Das ist ja auch wichtig, denn die späteren Level, die haben es definitiv in sich. So, und noch so ein kleiner Dormi-Boss. Das ist noch einer von diesen Möchtegern-Rattenkönigen. Ja, es kam, ich glaube, es war nicht viel später, als das erste Turtle-Spiel auf dem Game Boy rauskam, was ich persönlich wesentlich schlechter finde als dieses hier. Mögen jetzt einige wahrscheinlich überrascht sein. Wahrscheinlich viel damit begründen, wie auch ein damaliger Kumpel von mir, der das hatte, der gesagt hat, dieses Spiel ist ja totaler Scheiß und viel zu kompliziert und bla 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 und sowas alles. Und das Nummer 1 Argument war natürlich dann immer, dass bei dem Turtle-Spiel auf dem Game Boy, da hatte man
alle möglichen Charaktere aus der Zeichentrickserie. Wie eben Rocksteady Bebop, den Shredder, Krang, Baxter Stockman und so weiter und so fort. Wo man einige hier halt nicht von hat. Und ja, aber das Spiel auf dem Game Boy, das war ein extrem kurzes und extrem langweiliges Spiel, wie ich fand, was Level-Design hatte, was einfach totaler Bullshit war. Das war einfach, du gehst einen Meter nach vorne, von links kommt ein Fußsoldat angesprungen, von rechts kommt einer angesprungen. Das geht in allen Leveln die ganze Zeit so weiter. Klar, so ein paar kleine Plattformeinlagen gibt es zwischendurch mal immer, aber ich meine, klar, okay, es ist ein Gameboy-Spiel, aber ich meine, guckt euch Super Mario Land an.